Tja, das kommt davon. Ich hatte beim ersten Remake noch einen klitzekleinen Fehler drin. Ich habe einfach auf eine Kleinigkeit nicht geachtet. Aber da hat mich ein Kollege darauf hingewiesen. Sehr vielen Dank dafür. Ich habe das natürlich jetzt berücksichtigt. Und natürlich hat er recht. Aber naja, so ist es eben. Gut, nochmal zum schiefen oder schrägen Wurf. Ich hatte gesagt, mit Herleitung, damit man sich das Einzelne erarbeiten kann und dadurch besser versteht. Also, die Aufgabe war ja, dass jemand mit irgendeinem Ding hier, Katapult oder Kanone oder sonst was, mit 25 Meter pro Sekunde einen Gegenstand losschießt. Und zwar unter einem Winkel von 30 Grad zur Erdoberfläche. Aber er sitzt auf einem Wachturm, meinetwegen, 25 Meter hoch. Und wie weit fliegt das Geschoss oder der Gegenstand dann? Jetzt habe ich gesagt, okay, dann machen wir es ganz sagen wir mal, eingängig, indem wir sagen, wir zerteilen die ganze Geschichte in zwei Phasen. Und zwar vom Abschuss bis hierher und vom Umkehrpunkt, höhenmäßigen Umkehrpunkt, von der Maximalhöhe des Geschosses, also wieder bis ganz runter, diese 25 Meter dazu. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die, weil das ja ein schiefer oder ein schräger Wurf ist, brauchen wir die sogenannte Vertikalkomponente, also die Komponente des Wurfes, die nach oben zeigt. Und das geht jetzt hier ganz einfach, indem ich die ganze Sache zerlege. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck, 25 Meter pro Sekunde ist meine direkte Kanonenrichtungsgeschwindigkeit, 30 Grad dazu ein anliegender Winkel. Also ich könnte hier mit Pythagoras nicht, ne? Ich habe ja die 30 Grad. Ich kann ja also mit Winkelbeziehungen arbeiten und so weiter. Ich habe hier hingeschrieben, link i. Hier ist rechts, weiß ich. Hier werde ich ab und zu links anfügen. Aber da die meisten mit dem Handy gucken, werdet ihr das nicht unbedingt mitbekommen, wie ich das schon ab und zu mitbekommen habe. Betrachten wir also die zwei Komponenten der Bewegung. Die eine ist die vertikale. Das ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. In diesem Fall abgebremste, also negative Beschleunigung. Warum? Wenn ich jetzt nur nach oben schösse, dann würde mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit, die ich noch ausrechnen muss, das Geschoss nach oben steigen, immer langsamer werden, oben umkehren und dann wieder runterfallen. So, ich lasse jetzt mal die Luftreibung und solche Sachen alle weg. Die horizontale Komponente, die ist eine gleichmäßige, also gleichförmige, geradlinige, gleichförmige Bewegung. Diese Komponente wohlgemerkt. Die beiden setzen sich also dazu zusammen. Und jetzt, wie rechnet man es aus? Indem man ja sagt, okay, hier, ne, das ist eine Gegenkathete, gegenüberliegend zu VV, zur Vertikalgeschwindigkeit. Und dementsprechend kann ich dann über einen Sinus die ganze Geschichte errechnen. Ne? Sinus 30 Grad ist zufälligerweise ein halb, aber ich wollte es nochmal hingeschrieben haben, mal 25 Meter pro Sekunde, sind dann die Hälfte davon, also 12,5 Meter pro Sekunde. Tippt ein mit eurem Taschenrechner Sinus 30 Grad, da muss 0,5 rauskommen. So, die Horizontalkomponente, da habe ich es mit einer Ankathete zu tun, also nehme ich den Cosinus von 30 Grad, 0,8 irgendwas, mal 25 Meter pro Sekunde und erhalte diesen Wert. So, jetzt die Steigzeit zu errechnen, das ist nicht das Problem. Das mache ich mit V ist G mal T. Also G ist ja V durch T umgestellt, ne? Und also T dann so umgestellt, T ist V durch G und ich habe dann 1,274 Sekunden. Achtung, und jetzt kommt der Hammer. Darauf habe ich nicht geachtet. Das war eigentlich schlimm. Mensch, da macht man das allzu oft. Und zwar, jetzt macht euch Skizzen, Leute. Je mehr Skizzen, umso leichter seht ihr durch. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Jetzt nehmen wir mal diese Vertikalkomponente nur an und sagen, die Gesamtzeit wird wohl so sein, dass ich eine vertikale Komponente bis hierher und dann insgesamt eine andere vertikale Komponente und zwar entgegengerichtet habe. Jetzt kann ich in irgendwelchen Formelsammlungen nachgucken und da sieht es schlimm aus. Da gibt es ganz viele große Formeln, alles überlagert und so weiter. Aber deswegen habe ich es ja einzeln gemacht. Ich nehme also die erste Zeit, die habe ich. Und jetzt kommt der Fehler. Ich habe vergessen, dass das ja auch eine beschleunigte Bewegung ist. Und zwar muss ich ja sagen, ich schieße zwar nach oben, aber das Ding wird immer langsamer, es wird immer abgebremster. Das heißt, meine Höhe, die kann ich nur so ermitteln, indem ich sage, einerseits die unbeschleunigte Bewegung minus die bremsende Bewegung. So kann man es ausrechnen. Also ich muss die beiden voneinander abziehen. Wenn ich das einsetze, dann komme ich auf, na, so,
7,963812 Meter. Warum ich jetzt hier mit so vielen Kommastellen gearbeitet habe, darauf komme ich dann nochmal. Das wäre also die ganz korrekte Formel. Aber so tauglich ist die gar nicht. Wenn ich also Delta H mit 7,964, ne, sagen wir 7,964 Meter ausgerechnet habe, dieses Stückchen, da muss ich die 25 Meter noch dazu nehmen, sodass ich sage, okay, zusammen sind das 32,964 Meter. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt sage ich, naja gut, wir wissen ja, es ist g halbe t Quadrat und jetzt kann ich sagen, weil das Ding von hier oben runterfällt, habe ich keine Anfangsgeschwindigkeit, nämlich hier oben steht sozusagen das Geschoss. Wohlgemerkt nur die Vertikale betrachtet jetzt erstmal. Und von dem Stehen, in Anführungsstrichen, also stehen geblieben, ohne Geschwindigkeit, bis runter, jetzt kann ich getrost sagen, okay, es ist g halbe t Quadrat, muss also nicht noch eine extra V0 mit V0 mal t oder sowas mit einbrechen, unnötig. Jetzt geht es wieder nach allbekannten Rechenkünsten, umstellen, kein Problem, dann habe ich das. Hier passieren ab und zu Links, wenn ihr es am PC schaut, dann könnt ihr auch nochmal, wie stelle ich Formeln um und so weiter, alles mit angucken. Auch Sinus, Cosinus und so ein Kram. So, jetzt hätte ich hier dann, habe ich hier in diesem Fall, weil ich ja umgestellt habe, nach t, ne, das habe ich rechts stehen lassen, geht besser, habe ich 2,592 Sekunden. Die Gesamtzeit, also von einmal hochschießen und komplett wieder runterfallen, sind also die erste, die 1,274 Sekunden, die ich oben gerechnet hatte, und eben die 2,952 Sekunden. Zusammen macht 3,866 Sekunden. So, das bis dahin. Jetzt fällt der ganze Kram runter und ist unten angekommen. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich die Gesamtzeit und da ist jetzt aber, was die horizontale Komponente angeht, ich mit einer gleichmäßigen geradlinigen Bewegung zu tun habe, also unbeschleunigt, angenommen, ne, kein Windwiderstand, kann ich sagen, okay, jetzt kann ich mit SSV durch T und solchen üblichen Formeln arbeiten und das da einsetzen. Also, ich habe hier eingesetzt, hier komme ich gleich drauf. Ich habe eine Horizontalkomponente VH von 21,65 Metern ausgerechnet, stelle das alles um, zack, zack, setze ein, diese Gesamtzeit 3,866 Sekunden. Das mal die 21,65 Meter pro Sekunde. Rausgekürzt Einheiten M bleibt, ne, Meter. Und ich habe 83,71 Meter. Warum habe ich aber hier mit so vielen Kommastellen gearbeitet? Wir können uns doch auch Folgendes vorstellen, dass ich diesen Hoch- und Runterprozess, der ist genauso, aber um den Runterprozess geht es jetzt nicht, sondern das Hochwerfen. Aber ich könnte es genauso fallen lassen, dass ich mir das doch so vorstellen kann. Ich habe hier eine Anfangsgeschwindigkeit, diese 12,5 Meter pro Sekunde. Und wenn das Ding hier oben ankommt, ist 0. Das heißt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,5 plus 0 durch 2 Meter pro Sekunde. Und wenn ich damit rechne, komme ich auf, ne, 7,3638 und so weiter, komme ich auf 7,9625. Naja. 9,6 bis hier, 9,6 geht es noch und dann, welche ist besser? Meiner Meinung nach die. Woran liegt das auch? Es liegt auch zum Beispiel daran, dass wenn ich mit der typischen Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Quadratsekunde rechne, die ja nicht überall stimmt. Die ist ja nicht überall so. Und ich weiß ja nicht, wie hoch der Turm steht oder auf welchen Längen- und Breitengrad, also vor allem Breitengrad, das ist auch wichtig, weil ja die Erde ein bisschen abgeplattet ist und alles solche Dinge. Da kommen dann, wenn ich korrekterweise das zwar abziehe, kommen dann zwar scheinbar genaue Werte raus und hier so schön rund, aber die ist besser. Und auch darauf hat mich der Kollege gebracht. Ich fand es sehr gut. Vielen Dank nochmal an den Kollegen. Und jetzt könnt ihr aber davon ausgehen, von Kollegen geprüft und durch mich nochmal korrigiert. Das ist die Endfassung der ganzen Geschichte. So, also ich wünsche euch was. Und hoffe, ihr habt es verstanden und verzeiht mir solche Fehler. Ich bin auch nicht allwissend. Also, alle guten Wünsche. Jetzt zum Schluss kommen noch Links entsprechend. Könnt ihr mal gucken. Bis dann. Tschüss, tschüss.